Noch nie wurden so viele Balkonkraftwerke gebaut wie 2024. Nur in diesem einen Jahr hat sich die Zahl der aktiven Balkonkraftwerke mehr als verdoppelt. Das sind inzwischen über 800.000 Haushalte, die einen nennenswerten Teil ihres Stroms einfach selbst erzeugen und nicht mehr einkaufen müssen. Und jedes Mal, wenn sie dann ins Netz einspeisen, verdrängen sie auch noch fossilen Strom aus dem Netz. Die Frage ist, wird das eigentlich zu einem Problem für unser Netz oder ist das einfach nur ein Grund zur Freude? Und weil ich in den Ferien bin, übernimmt diese Episode mein Klimanachbar Michi. Seid bitte lieb zu ihm in den Kommentaren. Und damit herzlich willkommen zurück zu eurem Gegengift gegen Panik und lähmende Schlagzeilen. Hier kommt euer Happen Hoffnung in deutlich unter 2 Minuten. Viel Spaß, Michi. Good News, dies, das. Habt ihr das schon gesehen hier? Eine Schlagzeile nach der anderen, dass du kein Balkonkraftwerk kaufen sollst oder überhaupt keine Solarzellen. Lass dich davon mal noch nicht in Panik versetzen. Hier kommen 3 Gründe, warum solche Anzeigen gerade geschalten werden und 3 Gründe, warum du deine persönliche Energiewende weiter vorantreiben solltest. Egal wie klein oder wie groß. Offensichtlich sparst du durch dein Balkonkraftwerk bares Geld. Und wem geht das Geld flöten? Denen da. Und deinem Stromanbieter. So gut die Dinger hier sich weiterentwickeln, immer mehr Watt auf kleiner Fläche, so schlecht läuft es mit der Abrechnungssoftware, mit den Steuerboxen, mit den intelligenten Zählern. Hashtag digitales Deutschland. Also jetzt nicht nur, dass du als Kunde weniger Strom bei deinem Stromanbieter kaufst, sondern jetzt sollen die auch noch mehr leisten? Das waren doch schon wieder die Grünen und der Robert Habeck. Das ist jetzt so überraschend oder das kommt überrumpelt, das kann man nicht so ganz zählen lassen. Eher überfordert wäre das richtige Wort. Noch dazu ist die Wattzahl, die von deinem Balkonkraftwerk ins Netz fließen soll, so gering, weil auch unter besten Bedingungen hast du auch Geräte am Laufen, wie zum Beispiel dein ganzer Arbeitsplatz, 135 Watt. Auch solche Hobbys, 90 Watt. Kühlschrank im Ruhezustand, 30 Watt. Das muss man alles von der erzeugten Wattzahl erstmal abziehen, um rauszufinden, was dann auch wirklich ins Netz geht. Für die perfekte Auslastung hat auch nicht jeder die Südbalkonausrichtung oder den perfekten 30-Grad-Winkel. Wir sind jetzt an so einem Punkt, wo wir das Denken anfangen müssten. Wann ist es heiß und womöglich die beste Einstrahlung am Tag? Richtig, mittags. Patrick, wann ist dein Akku nochmal voll am Tag? Schon um 9. Dass jeder so seinen privaten Speicher hat, ist ja erstmal super und auch, dass er am Morgen schon voll ist. Aber wir haben dann ein Problem und das ist am Mittag, wenn die Mittagssonne eben so runterkracht. Weil dann wird alles nämlich ins Netz gegeben. Also von meinen Solaranlagen, von denen auf den Dächern und überhaupt. Und dann ist das Netz überfordert und dann kann es passieren, dass was abgestellt werden muss. Aber wir wollen mal nicht so sein. Wir geben hier ein paar Tipps, um das Ganze zu lösen. Okay, let's go. Wir können jetzt uns selbst und dem ganzen Netz einen Gefallen tun und alles, was wir elektrisch bedienen, mittags machen. Zum Beispiel mobile Akkus laden, wie von einem Roller oder diesen hier. Oder die Waschmaschine mittags laufen lassen. Entweder planbar oder smart. Groß gedacht auf den öffentlichen Raum wäre das die Sektorkopplung. Also alles, was elektrisch ist, füttern und alles, was nur nicht elektrisch ist, elektrisch machen. Warmwasserversorgung, Elektroautos, Wärmepumpen, Öffis und. Oder wir machen das wie Firmen, die am Wochenende technische Gase erzeugen, die man unter der Woche wieder verbrauchen kann. Praktisch die Spitzen maschinell verschieben. Patrick hat dazu schon ein Video gemacht und ich verlinke es euch nochmal am Ende. Genauso kann man mit der überschüssigen Energie Wasserstoff erzeugen, was man dann wie Erdgas speichern und nutzen kann. Will man bei Akkus größer denken, kommen netzdienliche Speicher ins Spiel. Stell dir jetzt mal einen Akku vor, der nicht nur lädt und entlädt, sondern den ungleichmäßigen Ökostrom stabilisiert, den Überschuss speichert und Mangel ernährt und dazu noch smart ist. Solche Akkus, die die Netzüberlastung verhindern, gibt's schon, sind erst ausgeschrieben, also kommen erst noch. Punkt 3. Die Politik kann auf der einen Seite nicht behaupten, wie schnell sie doch die Energiewende vorantreiben wollen, und auf der anderen Seite geht es jetzt zu schnell. Der mangelnde Netzausbau, die fehlende Nord-Süd-Verbindung, die fehlenden Anreize an den zentralen Strommärkten. Das sind alles Steine, die müssten nicht im Weg liegen. Und wer dafür in Frage kommt, die aus dem Weg zu räumen, bist erstmal nicht du. Also, lass dir bloß kein schlechtes Gewissen einreden, dass du was Gutes für deine Mitwelt und für deinen Geldbeutel machst. Danke fürs Dranbleiben. Zum Schluss noch das versprochene Video von Patrick, wie er eine Plus-Energiefabrik besucht. Die haben nicht nur die Produktionsprozesse an die elektrischen Schwankungen angepasst, sondern auch die Sektorenkopplung durchgespielt. In diesem Sinne, macht's gut, Nachbarn.